Hi, ich bin Basti, der Bushbiker. Und im heutigen Video geht es um eine Übernachtung zum Test in meinem Garten. Und zwar habe ich mir das Video vom Atze, dem Buschpiraten, angeschaut. Wolldecke bei Kälte. Ich verlinke euch das Video auch mal unten drunter. Und da kam mir die Idee, das auch mal zu probieren. Und zwar jetzt nicht mit einer Wolldecke, sondern mit meinem Merino Hüttenschlafsack. Außenrum. Das heißt, ich würde das Inlay eigentlich natürlich nach innen machen, deswegen heißt es ja auch Inlay. Das hatte ich auch schon mal probiert, aber ich verwurschtel mich da immer mit dem dünnen Schlafsack innen drin und irgendwie finde ich das nicht angenehm. Und da habe ich mir überlegt, ich werde die Babyfaltmatte als Untergrund benutzen und dann in den Merino Hüttenschlafsack werde ich meine Isomatte reinlegen und meinen Schlafsack auch rein. Das heißt, der Merino-Schlafsack ist einmal komplett außenrum auf der BW-Isomatte. Das heißt, ich werde den Merino-Hüttenschlafsack als Biwaksack benutzen. Und was ich mir davon verspreche ist, dass mein Schlafsack innen drin schön trocken bleibt, auch wenn es ein bisschen Raureif gibt oder ein bisschen leichte Feuchtigkeit in der Luft nachts runterkommt. Das heißt, mein Schlafsack an sich bleibt schön trocken. Natürlich ist das ganze Konstrukt sehr atmungsaktiv. Das heißt, ich dürfte da keine große Feuchtigkeit innen drin entwickeln. Die müsste gut abdampfen. Und der Merino-Schlafsack bleibt natürlich auch, wenn er feucht wird, noch schön warm und isoliert. Das heißt, Merino-Wolle, auch normale Wolle, ist ja auch im feuchten Zustand noch schön wärmend. Hier seht ihr meine Sea-to Summit Luftmatratze, die ich auch schon mal bei meiner Übernachtung im Eis dabei hatte. Dann habe ich mein Cocoon Traveler Sheet aus Merino-Wolle, meine Baby-Faltmatte. Und mein North Face Schlafsack, den lilanen, den kennt ihr ja auch schon. Mein Vater hat freundlicherweise den Kompressionssack dazu gefunden. Das heißt, ich kann den Schlafsack jetzt schön im Kompressionssack lagern und dann schaffe ich es vielleicht nach 25 Jahren, dass er mal irgendwann nicht mehr so gut ist und ich mir mal endlich einen neuen kaufen kann. Mal sehen. Das Equipment ist jetzt schon ziemlich kompakt und es passt auch locker in meinen Rucksack mit noch ein bisschen was zu essen und zu trinken dabei. Und damit kann ich jetzt auch eigentlich schon die ersten Touren mit meinem Mountainbike und einem Rucksack starten. Ich bin mal gespannt, wann sich dazu die Gelegenheit ergibt. Ihr werdet auf jeden Fall mit dabei sein. So, ich werde jetzt hier mal die Sachen aufbauen und noch ein paar Kleinigkeiten dazu erzählen. Was ja auch der Vorteil ist, wenn man den Hüttenschlafsack um den Schlafsack drumherum macht, ist, so wird der Schlafsack nicht so schmutzig. Den Hüttenschlafsack aus Merino-Wolle kann man ohne Probleme in der Waschmaschine waschen. Bei 40 Grad, 30 Grad, das macht überhaupt nichts. Also sehr oft, das stört das Material nicht. Und so einen Schlafsack sollte man nicht so oft waschen. Deswegen ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, den Schlafsack in diesen Merino-Schlafsack einzupacken und nicht das Inlay innen reinzumachen. Heute Nacht sind es übrigens im Moment noch 2 Grad plus, soll so bis 0 Grad werden. Es geht schon ein bisschen Wind. Interessant wird auch, wie ich da jetzt reinkomme, ob der Hüttenschlafsack groß genug ist, ob das von dem Volumen her passt und wie ich da reinkomme. Also der hat jetzt keinen Reißverschluss, es gibt auch welche mit von diesen Merino-Schlafsäcken mit Reißverschluss. Das heißt, ich muss jetzt schon hier so reinkriechen, wenn ich nachher mich hinlegen will. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Matte habe ich hier schön in diese Kopftasche vom Merino-Schlafsack verpackt. Das heißt, ich habe schon ein schönes Kopfkissen.
geschaut, das mit dem Reinkommen war gar nicht so schwierig. Funktioniert gut. Relativ einfacher Aufbau. Geht auch relativ schnell bei gutem Wetter, also wenn es nicht regnet, sollte es auch funktionieren. Das werde ich heute Nacht ja erstmal probieren. Und kleines Packmaß. Bin mal gespannt auf die Nacht. Dann werde ich mich morgen wieder melden. Gute Nacht. Bis dann. Ja, guten Morgen. Nacht ist rum. Diese Konstruktion ist super. Hat perfekt funktioniert. Also ich hatte genug Platz hier drin. Außenrum ist ein bisschen nass geworden. Der Schlafsack an sich ist trocken. Es war sehr schön warm. Es hat wirklich bestimmt 3 Grad, 4 Grad wärmer gehalten als nur der Schlafsack allein. Was ich mir noch überlegt habe, ist, vielleicht nähe ich mir noch einen Reißverschluss hier in den Merino-Schlafsack rein. Weil wenn ich den zumachen würde von innen jetzt, wäre das ja auch gleichzeitig noch so ein Moskitonetz. Da kommt ja nichts durch oder auch keine Zecke oder so. Und atmen, man kann ja prima durch das Merino atmen, da kommt ja genug Luft durch. Überlege ich noch, ob ich mir da sowas baue. Einfach einen Schreißverschluss rein, zumachen. Wäre man im Sommer geschützt. Mal überlegen. Ja, heute Nacht habe ich super geschlafen. Und ich bin noch ein bisschen zu spät aufgewacht, deswegen hatte ich heute Morgen gar nicht mehr so viel Zeit, noch viel zu erzählen. Es war heute Nacht ja 0 Grad und eigentlich wäre das mit dem Schlafsack an sich alleine zu kalt für mich, also es geht noch, aber es wäre zu frisch. Und mit dem Merino-Inlay außenrum war es eigentlich perfekt. Also es war wirklich angenehm, ich habe nirgendwo gefroren, es war genial. Das werde ich so bei den nächsten Touren benutzen. Das Experiment ist geglückt und ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwas Neues habt oder was ausprobieren wollt, macht das erstmal bei euch zu Hause, im Garten, auf dem Balkon oder irgendwie in der Nähe wenigstens bei euch zu Hause, dass ihr notfalls, wenn es doch nicht so gut funktioniert, wieder nach Hause gehen könnt. Wenn ihr irgendwo ewig weit weg in der Pampa seid, irgendwo mitten im Wald und 20 Kilometer außenrum ist gar nichts, dann habt ihr eventuell ein Problem, wenn das nicht so gut funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt. Also einmal vorher testen, dann wisst ihr Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Abonniert gerne meinen Kanal, damit ihr keine Videos von mir verpasst. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis bald, euer Basti der Buschbiker.